Cheerio, meine Freunde, willkommen zurück zu Pokémon Randomizer Redlock Challenge in der Diamantvision. Im letzten Part haben wir die Arena von Fleetwood gemacht und sind zum See der Kühnheit gereist, weil ich vergessen habe, den VM-Fliegen mitzunehmen. So, jetzt wollen wir uns jetzt ein bisschen mal mit dem Team Plasma beschäftigen, das hier anscheinend eine Bombe gezündet hat. Wieso schauen die mich... Oh, das Fahrrad geht mir auf den Keks. So. Guck mich an! So. Guck mich an! Möchtest du dich in der Hand in den Hilfe zum Matsch zappeln? Warum mal sehen wir hier gleich Matsch zappeln? Mädchen. Alter, das mit dem Zeigefinger ist so nervig. Ich krieg den nicht richtig gekrümmt. Mensch. Ja, das ist doch was schön. Das ist doch mal was für dich. Setz die Nobelkraft rein. Hör auf mit Schlaf, Bruder, hier. Lieber mit ihren nervigen Statusattacken. Doch geht ich ja gar nicht. So, tschüss. Nö, natürlich nicht. Hätte ja auch mal ein bisschen einfacher sein können, ne? Stachelspruch. Wenn der Schlafbruder nicht klappt, dann machen wir halt starre Spore. Oh. Warum? Warum tust du das? Und da kommt die Flintklaue. Denkt sich auch so, pah! Paralyten. 25%ige Chance, dass man paralysiert ist. Ja, Windstoß macht dich so viel aus, weil. Oh man, ein Käfer Gift-Pokémon ist. Kein Käferflug. Ist genau der gleiche Kram wie bei Bibor. Sehr seltsam. So. Juwelenkraft. Bam. Und tschüss. Oh Gott. Also was hast du? Kiefer oder Gift? Ich hätte du hast Käfergift. Gott. Er hat Käfergift Pokémon. Ach ja, das ist schließlich auch ein Käfergift-Pokémon. Kratzfurie. Bam. Boah, 5. Also insgesamt 25 kann man abziehen. Ja, diesmal kein Wertelink-Pokémon. Ich habe immer das Glück, wenn ich solche Attacken habe, dass die Pokémon grundsätzlich Pokémon mit Wertelink sind oder so. Also die haben die Fähigkeiten normalerweise nicht, aber treffen trotzdem immer 5-mal. So, Juna. So, ich muss mal kurz auf Fotos platzieren. Nächsten Monat nicht Geburtstag, dann hole ich mir erstmal einen schönen Mikrofonständer. Dann kann ich auch mal ein bisschen gemütlicher sitzen. Tschüss, Ariadors. Ariadors. Yay! Komm, Angriffsbefehl. Lern Angriffsbefehl! Verdammt! Nein, natürlich nicht. Umwerfend! Ihr werdet auch gleich bei den Heil-Items wahrscheinlich einen ziemlichen Schock kriegen. Weil ich da auch ordentlich gekauft habe. Ja, wir sind auch schon pleite jetzt. Nachdem wir das ganze Geld ausgegeben haben. So. Wunderbar. Ich muss jetzt aber echt mal Mirage und Mega Man nachziehen. Danach den Ace und Riku und dann können wir wieder mal weitermachen. So, weiter geht's. Patsch, patsch. Hallo. Oh. Oh. Dum, dum, dum. Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Ich habe Sprengkraft weiter. Das ist schön. Ein Makuhita, also ein Kampftrainer. Da habe ich natürlich das beste Pokémon vorne. Aber ich bezweifle, dass Makuhita Mirage viel anhaben kann. Auch mit Kampfattack. Alter, fast ein One-Hit. Nicht Salz. Er ist so intelligent, ey. Kampf-Pokémon, was jetzt eine normale Attacke? So, ruckzuck, hieb! Bam! Ranrasender Stahlriese. So.
Was noch? Meditales. Medikalisch. Da habe ich natürlich ein bisschen Respekt vor, weil das Fiat Turmkick. Kreiselbekraftfelder. Natürlich. Ich merke das gerade, dass das Team aus Mirage und Mega Man eine ziemliche Kampfschwäche hatte. Sind nicht schön. Könnte auch ein bisschen mehr abziehen mal. Oh nein, ich Idiot. Bitte überlebt das. Bitte. Ich hab's ja hier noch beschworen. Ich hab's ja irgendwie behofft beschworen, ne? Gepokert und verloren. So. Mega Man, bitte mach es platt, bevor es dich auch noch. Dankeschön, ich bedanke mich. Auch noch mit Turmkick wegkicken kann. Das ist aber ohne Sau. Erstmal eine Kraftwelle, wiegt einen in Sicherheit. So, haha, doch noch ein Turmkick. Und setzt dann Turmkick an. Das sieht wohl so aus, als wenn wir jetzt ein Pärchen verlieren. Nein! Dann kann ich den Rahmenwesen komplett neu machen. Ja, hier bitteschön. Sorry, Mega Man. Nein. Oh Mann. Hey. Fängt schon mal gut an, der Part. Ich meine, ich weiß, dass er zwar schon einige Zeit im Gange ist, aber. So, Schockwelle macht das platt. Ja, das heißt dann wieder mal neues Pokémon-Team dann rausholen und trainieren und neuen Rahmen. Ich hab's heute wieder. Heute ist ein richtiger schöner Pechtag, merke ich schon. Ich hätte heute nicht aufnehmen sollen, aber musste ich. Keine Folge für morgen. Och Mann, Mirage. Ich meine, ich bin ganz offen und ehrlich, Mirage ging mir langsam auch auf den Keks. Ich meine, das Vieh hat wirklich die ganze Zeit nur keine einzige richtige Attacke gelernt und na. Also ich habe immer auf den Eisenschweif gewartet. Ich weiß nicht, also ich weiß jetzt nicht auswendig, ob sie ihn noch gelernt hat, aber Mega Man ist doch schon ein bisschen schade. Ein bisschen ist gut, eigentlich sehr. So, hey du, anstatt dann sowas werde ich dich für deinen Widerstand bestrafen. Er wird das machen. Ja, nicht ich, er. Oh Gott, muss das sein? Ja. Hallo Krippo. Ja. So, jetzt sind die Fähigkeiten der Zwinger aus. Von Tränen bitte. Mist. Au. Alter, na stopp! Ich hier durch bin, habe ich mein komplettes Team verloren. So, komm zurück. Los, Ace. Jüchüchü. So, Feuerschlag bitte. Bam, hoffentlich verbrennst du dich. Alter, stopp! Mann! Auf so verdammt wie abzuziehen. Verbrennen! Nö, warum auch? So, erstes Heil-Item. Sag mal, diese Galaktik-Typen hier sind wesentlich härter als es der Arena-Leiter eben war. So, heilen, dankeschön. So. Mach irgendein Doof, mach irgendein Blödsinn. Das ist kein Blödsinn, das ist nervig. So, mach es platt. Feuerschlag. Oh. Ist aber mal gut. Ist aber gut hier. Rico erreicht Level 36. Sehr schön. Delegator. Nee. Verzichte, dankeschön. Ja. Möchte Delegator nicht lernen. Oh, was kommt jetzt? Gunkapu, also ein Lichttrainer. Das heißt, Riku könnte sowieso erstmal draußen bleiben. Und wir werden Feuer, wir werden uns hier durch Feuer schlagen. Booyah! Zack.
Wieder so ein Pixel. Der obligatorische Pixel. Den hatten wir doch erst, ne? Ein Pixel. So, Finte, da kann auch dein... deine Wurfwolke nichts machen. Bing, Level 36 für Ace. Wunderbar. Flammensturm, macht das ja schön. Flammensturm hat 80. Auch außer beim Ansehen der 75. Komm her. Wir nehmen den Flammensturm. So, Wunderbärchen. Hallo Absu. Übe deine Fähigkeit der Zwinger aus. Von mir aus Flammensturm los, Ace. Und es geht natürlich daneben, weil wir eine Rauchwolke abbekommen haben. Ich wollte sagen, was macht er denn da? Klingsturm. Jetzt habt ihr einen Wirbelwind. Das wäre noch besser, wenn die Attacke Wirbelwind auch noch eine Runde Vorbereitung brauchen würde. So. Tschüss, Absu. So, Schluss jetzt hier mit den ganzen kacknervigen Megakämpfen. Ich hab schon, wir haben schon zwei Pokémon verloren, muss nicht mehr sein. Hi. Was will denn hier? Bist du denn nötig, die Wache einteilen zu lassen? War ja wirklich interessante Zeiten an. Alle deine Pokémon in Schreilöde gebracht, ey. Ist hier noch was? Ja, nichts mehr. Gut, dann wollen wir uns mit dem nächsten Über-Ober-Mega-Kerl mal kloppen. Hi. Die Mission verläuft wie ein Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle, das Beste für die Galaktik. Ich kenn dich doch. Du warst auch das hin, dass im Ewig genau das Gebäude von Team Galactic befallen hat. Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Kind in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galactic in den Weg stellt, wird die Konsequenz spüren. Jeder noch so kleine Pieps gegen uns wird von uns übertönt. So. Da kommt Nyan Cat. Nein, Saturn. Alter, der Drachen-Pokémon. Nice, das fängt ja schon mal klasse an. 35, ey, Alter, übertreibt mal. Wunderbar. Ich glaube, ich werde mich erstmal schweifglanzen. Boah, mach du mal Agilität, habe ich ein Problem mit. Weil dann immer noch eine Schweifglanzen. Der Spezialangriff schon mal Höhe hören für die kommenden Drachen-Pokémon. Da kommt man natürlich mit Drachenwut an, das ist auch klar. War mittlerweile nicht mehr so katastrophal wie vor mehreren Leveln. So, sehr schön. Dann machen wir jetzt einmal Unheilbö. Na Schweif, komm. Vielleicht kriegen wir sogar nochmal einen Boost. Unheilböen-Boost, wäre gut. Bing. Also natürlich, ihr kommt jetzt mit irgendwelchen Pokémon an, die eindeutig Knirscher können. Kann ich mit Rico nicht dran bleiben. Crazer. Also ist ja schön, dass du mit einem legendären Pokémon mal wieder ankommst. Es kann kein Knirscher, oder? Zumindest konnte das von Urs das nicht. Na, wir gucken mal. Erstmal setze ich das erste Eier-Item ein. Ah! Hab ich denn die ganzen Haare im Mund her? Dann mach du mal aktiv Kraft. Boom. Ne, stopp. So. Ja, und Heilböen. Versuchen wir mal weiter einen Boost zu bekommen. Das ist sogar sein Signature, soweit ich das sehe, oder? Wenn ja, ein geniales Signature. Warum nicht? Ja, das Signature. Es hat eine Citrobeere. Ich spiele aber schon wieder Risiko hier. Das Vieh hat auch Dings. Drachenklaue.
Ich gehe jetzt einfach Risiko in Heilbühl. Ja, sehr schön. Komm schon, jetzt noch ein Boost. Schade. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Was hat er jetzt noch? Dragoran! Ach du Schande. Alter. Was hat der denn für ein Team hier, ey? Dragonier, dann erstmal Rockraiser, jetzt noch Dragoran. Kumpel. So, erstmal. Heilen. Dragoran kommt mit Drachenwut an. Tja. Hätt's wohl gern gehabt. Hätt's wohl gern gehabt. Das war jetzt das zweite Heil-Item. So, und jetzt einmal bitte nochmal unheilen. Das finde ich. Das finde ich nice. Njum, 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 njum. Tschüss. Ey, da muss man sich reinziehen, dass ich zweimal. Ich habe zweimal Schweifglanz drin. Und trotzdem ist das ein Tool nur. Das ist echt haftig, ey. Oh. Agilität. So ruhig Agilitäten, so viel wie er will. Beam. So, das war's. Nur sagen, das ist für dich, warum du uns so gut willst. Selbst ein Commander kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen. Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galactic wird die drei legendären Pokémon aus dem See fangen. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum schaffen. Mars sollte mittlerweile mit den Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Ja. Dann begeben wir uns auch mal zum See der Wahrheit. So. Ups. So. Ja. Ja, das mit Mega Man und Mirage. Ja. Was soll ich sagen? Was soll man dazu sagen? So, ich heile mich jetzt erstmal Hi. Dum, 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 dum. Wir haben das Pokémon Center zu Hause. Gut. Erstmal natürlich den Tausch hier mit Ace. Auch jetzt schön nachholen kann. So, ich komme! Wahrheitsufer! Hallo! Huh? Oh, Adam! Welch ausgezeichnetes Timing! Team Galactic, diese Schurken sind unser legendäre Pokémon! Du musst Lutschi helfen! Bin schon unterwegs. Oh, Doppelkämpfe! Unsere Aufgabe ist es, dich auf der hinzuhalten. Wo Job erledigen wir jetzt. Dann erledige ich den Job mal. So. Bin aber gespannt, was da jetzt um uns zukommt. Oh, der hat 3, der hat 1. Super. Giovas, ich. Und Knackleon. Super. Ist gerade die Frage, was mein erstes weg. Ich glaube, als erstes müsste. Weil. Ey, es hat eine ziemliche Schwäche gegen beide. Ist nicht schön. Ah, aber wir haben von Tränen. Und das dürfte schnell einen Prozess mit beiden machen. Bam! Geo war es erstmal wegen der Vierfachschwäche und Knuckleon, nein. Das ist ein unterentwickeltes Pokémon, ne? Meine Stimme verlässt mich gerade. Das ist schlecht. Bio. Tschüss, Knuckleon. Immer diese schöne Punkteaufteilerei. Kraftfüller, besser gar kein Ziel. Wie kommt das nur? Kamerop, natürlich. So. Und muss wieder von drehen. Finde ich eine gute Sache. Wusch! Und dann muss ich gleich mal gucken, was das nächste Level Cap ist. Also nach der Folge. Ja, das ist immer kein Ziel. Alle Ziele sind weg.
Ja. Fontänen! Bann! Und da singen die KP ins Bodenlose und weg ist Nidoqueen! Yeah. Kein, das ist nicht mal Level Up für Aesgrabs hier. Das ist schon traurig. So. Geh weg. Geht weg! Jetzt kommt ihr beide. Versucht da. Ihr bekommt einen ordentlichen Bonus, wenn diese Mission ein Erfolg ist. Ne, dann wird es mal Zeit, dass ich euren Bonus einstreiche hier. 2-2, gut. Papunga und Magnalium. Oh, yeah. Los, Ace und Riku! Natürlich, das der obligatorische Bedroher von Magnalien. Das erinnert mich mal an die Szene aus Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin, wo du... Moment. Wo du gegen diese Fünflinge kämpfen musst und die alle Magnalien haben und erstmal alle die ganzen Magnalien natürlich erstmal fünfmal Bedroh auf dich machen. Witzig ist, wenn du dann da mit einem Pokémon reingehst und dem du speziell angreifst. Ja, hätte schon besser gehen klappen können. Warum wohl Saat? Warum? Warum machst du das? Warum? Das ist ja schön, dass er mit Biss Ace angreift und nicht Riku. Und sich dazu auch noch verbrennt. Das ist natürlich Oberklasse. Magnalien brennt volle Kanne. So. Eine Fint auf Papunga, weil dann mache ich hier jetzt einfach mal so. Von Tränen! Bam. Und tschüss, Magnalien. Papunga machen wir jetzt eventuell mit Finteplatt. Könnte das klappen? Oh Gott. Igelsam, hör auf damit. Das ist nicht schön. Los, hau es weg. Obwohl, es hilft auch nicht. Igelsam bleiben bestehen. Moin, moin. So, das war der Seegesang. Und Despota, hallo Despota. Natürlich, oder kommt Despota? Der Seesturm, genau. Voll der Seesturm hier. Ich hab keine Ahnung. Hier. Fontänen! Mal sehen, ob es heute noch ein One-Hit von Despota reicht. Nö, nicht annähernd. Was das denn? Autsch. Nein. Ah, ich hab noch die Gesang gleich dazu. Pam, weg mit dir. Bringt aber nichts, wenn kein Pokémon da ist, was ich einsammeln kann. Ha! Noch, nom. Dim. Ja, ah, ist das Level Up für Ace. Aber da kommt ein Sandsturmschaden. Alter, Igelsam und Sandsturm, das ist echt nicht nett. Dodo! Das ist natürlich klasse. Aber Dodo ist jetzt gerade mal neben Despota die geringere Gefahr, weswegen ich mit Ace Kraftwelle mache und mit Riku das erste Heil-Item gebe. So. So, wie wir jetzt gesehen haben, dass Riku zum Glück eine Finsteraura überlebt. Wie? Das kann man Akkufanzug immer auf andere machen? Och nö, nicht Verteidigung. Er ist unfair. Voll der Cheater hier.
So. Konz ist vierfach. Paralyse mindestens. Dankeschön. Da kommt noch Sandsturm. Padang. Padang. Bam. Und da kommt die Igelsamen. So. Zweites Heil-Item für Riku. Oh Mist. Ace, du musst jetzt das Butter weghauen. Du musst es weghauen. Oder es muss paralysiert sein. Also es darf nicht angreifen. Es darf auf jeden Fall nicht angreifen. Bitte sei paralysiert. Bitte sei paralysiert. Bitte sei paralysiert. Bitte sei paralysiert. Bitte. Alter, was? Ace. Ace. Ja, was soll ich dazu sagen? Kann da gerade nichts zu sagen. Alter, mit einem KP hat Riku überlebt. Mit einem KP. Oh, Alter. Ja, super. Ace auch verloren. Komplette Zerstörung heute in dieser Folge. Wunderbar. Tschüss, Despotar. Natürlich konnte ich jetzt nicht umtauschen auf Guy und auf Yuna. Mit Steinhagel wären die beiden weg gewesen. Ja, in Doppelkämpfen ist es ja erlaubt, dass der Partner von jemand anders dann die übrig gebliebenen aushilft. So als, ich stehe dir bei. Ich stehe dir bei. Du bist nicht alleine. So, bam. Jetzt erledigen wir das hier erstmal. Beam. Jo, das heißt, wir dürfen darf dann erstmal ein Timus 3 neuen Pokémon gestalten. Ach ja, herrlich. Nee, wir brauchen jetzt kein Heil-Item mehr. Das Thema hat sich erledigt. Och man, es ist doch. Piep. Piep ist das. Einfach nur Piep. Ja, bla, bla. Man. Ach ja, Leute, mit diesem Wiederwurmverlust beende ich die Folge mal für heute. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen, Träumchen, supporten, reporten und abonnieren, nicht favorisieren. Bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Ciao.